Ja, grüß euch, meine lieben Freunde beim GVA. Ja, meine lieben Freunde, dubiose Briefe kreisen durch ganz Österreich, schockieren ganz Österreich. So, meine lieben Freunde, da ist jetzt der Brief gekommen, ja. Diese Einladung, also zum einen einmal, so schaut der Brief aus. Also schaut wie ein typischer Werbebrief aus. Also allein schon diese Aufmachung des Briefes, ja. Auch nicht wirklich zu erkennen. Jetzt schauen wir mal da hinten, da ist auch nichts oben. Und jetzt schauen wir da einmal hinein. Wir schauen da jetzt einmal hinein. So. So, und zwar Ihr persönlicher Termin für die Corona-Schutzimpfung ist da. Ja, und da steht natürlich dann auch ganz groß, in der Mitte ist es da ganz wichtig dargestellt, am 22. Dezember von 9 bis 12 Uhr, 13 bis 17 Uhr in der Impfstraße Linz-Land, ja. Und da steht es dann alles drin, so schaut dieser Brief dann aus sozusagen, ja. Den bekommen wirklich jetzt anscheinend alle Österreicher. Da hinten steht es natürlich oben, wie wichtig das die Schutzimpfung ist, natürlich, dass man keine Angst dafür hat, keine irgendwelche Nebenwirkungen und so weiter, also ganz, ganz seriös natürlich, ja, so schaut das aus. Und mich würde es wirklich interessieren, wie viele Menschen dann zum Beispiel an diesem Termin dann dort sind, in dieser Impfstraße, das ist dann Volksheim Traun, Neubauerstraße 11, in dieser Zeit, und ich werde dann dort einmal mit der Kamera, werde ich mich hinstellen und werde dann einmal filmen, wie viele Leute tatsächlich dieser Aufforderung dann nachgekommen sind. Ja, so schaut das aus. Da hier oben einmal den Briefkopf, also da oben, von wem das ausgegangen ist, vom Dachverband der österreichischen Sozialversicherungen und Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Ja, genau, so schaut das aus. Ist, glaube ich, jetzt momentan das Nummer 1 Thema bei uns in Österreich, weil schon fast jeder, oder ich kenne schon viele in meinem Umfeld, die diesen erschreckenden Brief bekommen haben, einen gruseligen Brief, wo es dir teilweise die Haare aufstellt. Was ist das für ein Brief? Es ist der Brief, ja, ihr wisst, bei uns in Österreich soll ja am 1. oder Anfang Februar, 2. Februar muss ja, oder ich weiß jetzt nicht genau, auf jeden Fall Februar, soll ja die Impfpflicht bei uns kommen, und aufgrund dessen hat ja jetzt anscheinend die Bundesregierung schon veranlasst, überall in ganz Österreich Briefe zu versenden, wo es schon Termine gibt, wo man sozusagen sich dann diese Flüssigkeit geben lassen kann, muss, soll, wie auch immer. Ja? Das ist ja jetzt die entscheidende Frage, die Bedeutung. Was steckt da jetzt dahinter? Was haben diese Briefe zu bedeuten? Es sind schon einige da draußen, die Aufklärungsarbeit dazu leisten. Ich glaube, der Michi Purner hat schon was gemacht in Scheinwelten. Ich werde euch da alle unten verlinken, die zu diesem Thema dann schon ihre Expertisen dazu abgegeben haben. Auch Rechtsanwälte, ich glaube auch von der MFG und so weiter. Also es waren schon einige, die eben, wie gesagt, da seriöse Stellungnahmen dazu abgegeben haben. Ich glaube auch die Konstantina Rösch hat da so ein Video gemacht, die das sozusagen zusammengeknüllt hat und dann sofort in den Ofen geworfen hat. Also die Leute, die wissen, was tatsächlich dieser Brief von rechtlicher Bedeutung ist, die wissen sofort, dass man sagt, ja, den kannst du fürs Feuer verwenden oder für, ja, für wenn du das große Geschäft erledigst, oder wie auch immer, ja. Also recht viel, dann weiß man, recht viel Bedeutung hat dieser Brief nicht. Das sind aber jetzt natürlich Menschen, die sich schon seit längerer Zeit damit beschäftigen, auseinandersetzen. Aber was ist jetzt mit Menschen, die... Ich habe gestern so mit jemandem gesprochen, habe ich gesagt, was ist da für die, die da noch wirklich nicht so in der Materie drin sind, die sich nicht großartig darum gekümmert haben, ja, ob jetzt diese Stechus-Kaktus-Pflicht kommt oder nicht. Und die machen jetzt auf einmal diesen Brief auf, ja, und sehen das, ja. Das kann wahrscheinlich jetzt so sein, dass das wie ein Pfeil hineinfährt, also wie da sagst du, du bist jetzt vom Blitz getroffen worden.
Manche fangen dann an, das zu realisieren, was da jetzt tatsächlich abgeht, werden natürlich von Angst überhäuft sein. Ja, manche verfallen dann wahrscheinlich in Angst und Panik, nehmen das vermutlich auch ernst, diesen Termin. Dann, ich nehme jetzt nur mal her, vielleicht Menschen, die, wie gesagt, die selten alternative Medien schauen, YouTube schon gar nicht, die einfach, sagen wir mal, die typischen Mainstream-Schauer sind, die sich zwar immer noch ein bisschen zurückgehalten haben und gesagt haben, ja, schauen wir mal, warten wir mal ab. Das dürften so jetzt die sein, die sagen, oh je, jetzt ist wirklich so, der Brief ist jetzt da, der Termin ist schon vorgeschlagen. Und dann ist ja dieser vorauseilende Gehorsam. Was bedeutet ein vorauseilender Gehorsam? Und ich glaube, das ist auch in der Psychologie sehr stark bekannt. Das Phänomen wurde auch oftmals untersucht, dass man zum Beispiel eine fiktive Geschichte aufbaut. Da gibt es dann auch diese Untersuchung, dass man sagt, wenn man dir 10-mal eine Lüge erzählt, beim 11. Mal wirst du sie glauben. Das heißt also, dieses mantramäßige immer wieder eine Lüge erzählen, dann wird sie irgendwann zur Wahrheit. Das ist einfach ein Fakt, weil du das im menschlichen Gehirn nicht wahrnehmen kannst, sondern du speicherst es in deinem Unterbewusstsein ab. Also das Unterbewusstsein ist noch viel mächtiger als wie dein Wachbewusstsein. Das heißt, mit Unterbewusstsein triggerst du ja deine Gefühle, deine Emotionen und dadurch funktionieren ja auch die ganzen perfiden Verkaufstechniken. Verkaufstechnik basiert ja auf Manipulation und Beeinflussung. Das heißt also, in den wenigsten Fällen wird ja etwas mit dem Kopf entschieden, sondern immer vom Bauch heraus. Und das wissen die ja jetzt ganz genau. Das ist alles ja, allgemeines Wissen. Ja. Und jetzt muss man sich einmal vorstellen, jetzt wird hier auf der einen Seite wird sozusagen ein Lügenkonstrukt aufgebaut, etwas, was überhaupt nichts mit Wahrheit zu tun hat, weder noch, dass man sagt, ja, jetzt wird immer gesprochen, ja, die nötigen Gesetze müssen noch dazu gemacht werden, dann werden noch überlegt, welche Strafen das es dann geben wird und so weiter. Das heißt, jetzt wird viel bla 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 gemacht, aber alleine schon durch dieses viele bla 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 kriegt das Ganze auch schon immer mehr, boah, ja, das kommt jetzt, die arbeiten schon daran, das wird jetzt schon, geht schon in diese Richtung. Das heißt, selbst wenn man dann nachher weiß, zu 1000%, das ist rechtlich nicht haltbar, werden können die, du kannst ja frei eine Geschichte kreieren, können die dir trotzdem erzählen, dass es Fakt ist, ja. Weil du wirst es erst erleben können, wenn du zum 5. Mal geklagt hast bis zum obersten Gerichtshof, irgendwas, ja, und erst dann erfährst du, hey, ja, das ist alles unrechtens und das alles ist dann wieder vom Tisch. Und genau das ist die Methode, wie die eben arbeiten. Und die wissen das, dass der Großteil jetzt nicht hergehen wird und irgendwie Einspruch erheben wird, irgendeinen Klagsweg gehen wird. Das machen eigentlich wenige Menschen. Das heißt also, man geht davon aus, dass die Masse sich fügen wird. Ja? Das hat man ja auch jetzt deutlich gesehen, was da draußen abläuft mit dem Maulkorb, den wir jetzt zu tragen haben. Ja, da halten sich auch alle brav daran, obwohl vielleicht schon... Ich bin überzeugt, 70-80% der Menschen wissen schon die Bedeutung des Maulkorbs, dass der eigentlich überhaupt für nichts gut ist. Viele kennen schon die über 60 Studien weltweite. Damals habe ich das auch gemacht, habe damals die ganzen Studien verlinkt, wo man heute genau weiß, dass das gar nichts bringt, der Maulkorb, sondern dass das einfach nur als Zeichen dient, ein Sichtbarmachen eines angeblichen, ja, oder eines, sagen wir mal so, eines Virus. Und mit dem kannst du dann sozusagen, wenn jeder das trägt, eine Angst erzeugen, weil jetzt ist das sichtbar gemacht worden mit diesem Tragen. Ja? Das ist alles, ihr müsst immer überlegen, das ist alles Psychologie, was da dahinter steckt. Psychologie, wenn du jetzt anfängst, tiefer nachzuforschen,
nachzukramen. Du findest auf einmal die ganzen Studien, da brauchst du wahrscheinlich Tage, wenn nicht sogar Wochen, kommst du immer mehr drauf, ja, das stimmt tatsächlich so, in diesen Studien ist tatsächlich, sind die Wahrheiten drin. Und jetzt kommst du drauf, ja, das stimmt jetzt, und jetzt gehst du vollen Freudes in die Welt hinaus und willst es verkündigen, und dann kriegst du eine auf den Deckel, wirst zensiert, oder dein Nachbar oder dein Freund wird sagen, hör mal doch auf, du Schwurbler. Das heißt also, du hast dich wochenlang oder monatelang damit auseinandergesetzt, bist jetzt zu einer Expertise gekommen oder weißt jetzt, ja, tatsächlich, das ist jetzt Fakt. Und der Nachbar oder wie auch immer, der liest jeden Tag schön brav die Zeitung oder nur die Oberschriften, und der stellt sich jetzt über dich. Ja? Spätestens dann weißt du, wo du gelandet bist, okay? Und das kann jeder ausprobieren. Das kann jeder da draußen, der was noch jetzt noch immer so ein bisschen kritisch denkt oder sagt, ja, das ist schon wieder so ein Schwurbel, der kann das ohne weiteres ausprobieren, der kann das selbst testen. Fang einfach einmal an, dich ganz ergebnisoffen mal ein paar Wochen damit zu beschäftigen. Dann kommst du immer tiefer in diese Materie rein und kommst drauf, oh, boah, das fällt dir wie Schuppen von den Augen tatsächlich. Oh, die Schwurbler, die hatten ja recht. Und dann, ja, kannst du gespannt sein, wenn du dann mit diesem Wissen hinausgehst. Denn dann fängt erst richtig deine Erfahrung an. Die Erfahrung fängt dann an, wenn du die Wahrheit da draußen, sozusagen den XY, dann verkündest. Ja. Aber ich will jetzt dann nicht weiter abdriften. Das heißt also, was da jetzt abgeht mit diesen Briefen. Und ja, da gehen jetzt schon einige Aufnahmen durch die Welt, also das heißt, manche sagen, ja, wenn ich jetzt den Brief bekomme, die können mich kreuzweise, der eine sagt, ich nur, ich knülle den zusammen und haue ihn in den Ofen hinein, der andere nützt ihn oder hebt ihn auf als Ersatztoilettenpapier, ja, wie auch immer, man kann dann die verschiedensten Sachen mit diesen Briefen machen, und andere gehen her und sagen, hey, ich rufe da jetzt an, bei so einer Stelle und sag, hey, das will ich nicht, da tue ich nicht mit. Und da hat es jetzt auch so eine, ich weiß noch nicht, ob ich es hineinstelle, ich muss erst prüfen, ob das genehmigt wird, ob man das veröffentlichen kann, denn da gibt es einen Mitschnitt, okay? Und der hat gefragt, ja, von wo kommt denn der Brief überhaupt her und so weiter. Jetzt muss man sich einmal vorstellen, die ganzen, die da sozusagen diese Hotline, wenn man dann anruft, das wird ausgelagert aus unserem Land. Das heißt also in Österreich, das ist ja von Österreich, aber da hat man jetzt eine Firma beauftragt, die in Deutschland sitzt, die sozusagen dann dieses Callcenter, in einem Callcenter werden dann die verschiedenen Fragen dazu beantwortet. Ja. Ein sehr interessantes Gespräch gewesen, was da aufgezeichnet worden ist. Ja, wie gesagt, ich schaue noch einmal, ob ich euch das hineinschneide, aber da wird auch ganz deutlich, also diese Mitarbeiterin hält sich an sehr zurück, sehr, wie soll man jetzt sagen, ja, sie will nicht preisgeben, wer sie ist, welche Institution da dahinter steckt, und das Ganze, das kriegt wirklich einen Anschein von, boah, so irgendwelche Glücksspiele, die da, diese Unseriösen, die da immer wieder verschickt worden sind, ihr erinnert euch, früher immer hat es das gegeben mit diesen Kaffeefahrten, wo man sozusagen die alten Menschen oder Pensionisten da hineinlegen wollte, und da hat es ja auch immer diese Massenaussendungen von Briefen gegeben, wo es geheißen hat, ja, sie haben jetzt gewonnen und nehmen sie jetzt teil am so und so vielten, ist eine Kaffeefahrt, und dann bekommen sie das gratis. Und dann auf einmal schnallst du es. Dann kommt man drauf, das ist dieselbe Methode oder Vorgehensweise, wie es die ja immer schon gemacht haben. Also so eine, ja, es hat einfach, wenn ihr müsst euch anschauen, und dann kann man es erst selber beurteilen, aber dieses Gespräch ist wirklich der Hammer. Und ja, was heißt der Hammer? Der eine oder andere wird sprachlos sein. Und zu beitragen, eine Impfbefreiung zu erwirken. Und zur Not kann man das auch mit dem Rechtsanwalt machen, denn Sie sind ja recht kämpferisch, wie ich Sie höre. Naja, sicher, ich mache mir irrsinnige Sorgen, ja, wegen meiner Eltern. Natürlich, pass auf. Ich kann das nachvollziehen. Ich hab das jetzt akustisch nicht richtig mitgekriegt. Ich kann eine Impfbefreiung kriegen, wenn man psychische Probleme hat, wenn man da einfach Angst davon hat. Naja, es kommt auf den Arzt drauf an, ja. Okay. Also man muss einen Arzt finden, der Ihnen das ausstellt. Im Moment sind da hauptsächlich die Amtsärzte für zuständig. Aber es gibt natürlich auch Ärzte, die sich dafür entschieden haben, gar nicht zu impfen. Und
da hat man vielleicht eine Chance, dann auch dafür eine Impfbefreiung zu kriegen. Im Moment wird die Impfpflicht ja erst ab 1.2. angestrebt. Und da gibt es im Moment auch noch keine rechtliche Grundlage zu. Also jetzt noch nicht verrückt machen, erstmal das Weihnachtsfest genießen, im Kreise der Lieben, die alle gesund sind, und dann Januar nochmal. Jetzt muss ich ganz kurz, unterbrechen. Das war jetzt eine ganz eine positive Sache, was wir jetzt gemacht haben. Weil ich merke, sind Sie, wenn ich fragen darf, lassen Sie sich impfen? Dazu dürfen wir keine Auskünfte geben. Okay, aber okay. Einen Arzt können Sie mir aber keinen empfehlen. Nee, leider nicht. Wir sitzen in Deutschland. Sie sitzen in Deutschland. Okay. Ja, wir kommen auch noch dahin, wo Sie schon sind. Die Firma sitzt in Deutschland und ist vom österreichischen Staat beauftragt, diese Briefe auszuschicken, die Bevölkerung zu verunsichern, auf Deutsch gesagt? Wir sind eine Informationshotline, sprich ein Callcenter, was in Deutschland sitzt und beauftragt wurde von der AGIS, von der Agentur, die in Österreich sitzt, die Informationshotline zu übernehmen und die Leute zu informieren. Okay, und die AGIS hat den Brief ausgeschickt, dass die Leute verunsichert. Nee, die Leute sollen einfach mehr oder weniger dazu angehalten werden, sich impfen zu lassen, ne? Was bei manchen funktioniert und bei manchen nicht. Also im Endeffekt ein Druckmittel, dass man mehr in der Impfquote mehr aufsteigen, kriegen wir ein Druckmittel von einer privaten Firma, wohlgemerkt, von einer privaten Firma, die was vom österreichischen Steuergeld bezahlt wird. Und mit dem 100%ige Tochter vom Bundesministerium für Gesundheit, genau. Und dann ausgeschickt wird unterm SV, Dachverband der österreichischen Sozialversicherungen, und Bundesministerium Soziales, Gesundes, Pflege und Konsumentenschutz. Das ist jetzt eine ganz interessante Information gewesen von Ihnen. Da muss ich jetzt echt bedanken. Haben Sie das vorher noch nicht gewusst? Nein, ich habe das nicht gewusst, dass wir in Österreich solche Briefe über private Firmen vom Staat ausschicken lassen, die wo nachher die Bevölkerung mit Angst und Schrecken das lesen muss, dass ja schon, nämlich, Sie sagen ja eine Einladung, auf dem ganzen Brief steht nirgends Einladung, da steht nur oben, persönlicher Termin für die Corona-Schutzimpfung ist da. Also ist das keine Einladung, sondern da wird schon ein Termin vorgeschrieben. Weil eine Einladung ist, wenn ich halt Einladung auch draufstehe, habe, dass das eine Einladung ist, in meinen Augen. Normalerweise stehen auch mehrere Termine drauf, die man sich dann aussuchen kann. Also, dass da jetzt bloß ein Termin draufsteht, ist mir auch neu. Nein, da steht definitiv am 22. Dezember 21 von 9 Uhr bis 12 Uhr, von 13 bis 16 Uhr in der Impfstraße Ried im Innkreis. Da steht nicht mehr oben und nicht weniger oben. Also ich würde, wie ich es Ihnen schon gesagt habe, ich würde es erstmal auf mich zukommen lassen und schauen, ob die Impfpflicht überhaupt rechtlich durchgeht. Ja, mein Körper. Ich sage ja auch nicht als Friseurmeister, wenn Sie zu mir Haare schneiden kommen, wie Ihnen die Haare schneiden. Ich verstehe das vollkommen. Ja, super, das ist schön. In Deutschland wird ja auch die Impfpflicht kommen. Ja, gibt es auch noch keine rechtliche Grundlage. Im Moment haben wir noch mehr mit den Demonstrationen dagegen zu tun. Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ja, es ist irgendwo traurig, dass man die Bevölkerung so unter Druck setzt von einer privaten Firma. Das ist irgendwo komisch und verfremdlich. Ist das? Naja, es ist im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums, weil die natürlich nicht die das Personal haben, um am Wochenende auch zu besetzen und um die ganzen Briefe zu schreiben und zu verfassen. Die haben sich das halt dann einen externen Dienstleister dafür gebildet, sozusagen, um die Mitarbeiter dafür zu haben. Sonst müssten das ja alle Staatsangestellte machen, und sie wissen, was so ein Staatsangestellter kostet, und so hat man das in der Agentur ausgelagert, die dann halt nicht so viel verdienen daran. Ja, ja, das kostet auch was. Wenn ich jetzt dann sage, jetzt arbeiten da schon zwei Firmen dran. Einmal die Firma in Österreich, die AGES, ne? Und einmal das Callcenter in Deutschland, da heißt die Firma. Wie heißt Ihre Firma?
Wir dürfen uns mit externer Coronavirus-Info-Hotline betiteln. Ja, aber bei was für einer Firma habe ich jetzt angerufen? Naja, das sind die Auskünfte, die wir geben dürfen. Sie dürfen nicht einmal sagen, welche Firma das da beauftragt worden ist, in Deutschland draußen das Callcenter für Österreich zu übernehmen. Sie haben mich gut verstanden. Okay, das ist aber schon eine interessante Sache, weil das ist ja doch komisch. Da wird doch was verheimlicht. Wenn ich nicht einmal so ehrlich bin, dass ich sage, was für Firma das ich bin. Okay. Es ist die externe Coronavirus-Info-Hotline der Arges. Besten Dank. Ich muss Ihnen nur informieren, das Gespräch wurde mit aufgezeichnet. Und nein, natürlich gibt es jetzt dazu viele Menschen, die jetzt da dort anrufen. Und ich werde auch versuchen, dass ich da jetzt mal ein paar so Anrufe sammle. Und ja, mal schauen, prüfen, inwieweit dass man das veröffentlichen kann. Also was da abgeht mit diesen Briefen, die da verschickt werden. Also das ist ja noch viel schlimmer wie diese Kaffeefahrten, ja. Oder diese Werbefahrten, weil da geht es ja letztendlich um Leben und Tod. Und da geht es ja um eine Flüssigkeit, die in einer experimentellen Phase ist. Ja, da kann man jetzt immer noch sich aufregen und sagen, du Blödsinn, und das ist ja schon lange erprobt worden und bla bla bla. Und ja, und zum einen muss man einmal sagen, es ist ein Fakt, dass es nicht um einen herkömmlichen Stechuskaktus geht, ja, ich muss jetzt so wieder sagen wegen der Zensur, sondern das ist ein neuartiger Stechuskaktus, der eigentlich kein Stechuskaktus ist, ja, um es so mal vorsichtig auszudrücken. Und ja, das ist auch, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann weiß man das, das ist Fakt. Und ich kann nur jeden raten, sich jetzt wirklich eindringlichst damit mal auseinanderzusetzen. Wie gesagt, da geht es um die persönliche Gesundheit, da geht es teilweise sogar um Leben und Tod. Jeder kann hier auch Einsicht nehmen in Studien, schaut hinein in die Europäische Datenbank für Nebenwirkungen, vergleicht das mit anderen Medikamenten und dann seid ihr einfach schockiert. Ja? Weil dann weiß ich, faktisch gesehen habe ich da die echten Zahlen und Daten. Und dann gehe ich her und drehe den Fernseher auf und dann sehe ich mir, dann denke ich mir, okay, es sind jetzt zwei Welten. Auf der einen Seite die Welt, die faktische Welt, was tatsächlich diese Zahlen, Daten, Fakten ist, und dann diese künstliche Welt, diese Scheinwelt, die da kreiert worden ist, diese nur auf Emotionen aufgebaut, auf scheinbare Fakten aufgebaut. Wie gesagt, also da kommen jetzt immer mehr Sachen ins Tageslicht. Gibt es auch jetzt übrigens diese neue Pathologiekonferenz, der zweite Teil, auch sehr zu empfehlen, ist auf Odyssee, weil das würde auch sonst auf YouTube sofort zensiert werden. Das kann ich euch auch unten verlinken. Wie gesagt, gibt es jetzt wieder viele Aufklärungssachen diesbezüglich für die Menschen, die es einfach immer noch nicht glauben, was da abläuft, denn ja, weil der eine oder andere fängt jetzt spätestens an aufzuwachen, wo er vielleicht den Brief bekommt und sagt tatsächlich, ja, anscheinend dürften die jetzt wirklich recht gehabt haben, die ganzen Aluhutträger und Schwurbler und so weiter, die uns schon vor 2 Jahren davor gewarnt haben, wo wir darüber gelacht haben, was heute jetzt Fakt ist, nachdem ich diesen Brief bekommen habe. Natürlich muss man auch dazu sagen, das ist jetzt ein riesengroßer Bluff. Jetzt kannst du hergehen und sagen, okay, ich lasse mich jetzt freiwillig auf diesen Termin ein. Ja, dann hilft eh nichts mehr, ja, dann ist eh schon zu spät. Wenn man dann diesen vorauseilenden Gehorsam dann Folge leistet, also das ist, finde ich, ganz schlimm. Vielleicht auch noch dann andere Familienmitglieder da mit hineinreiße, ja, wäre auch ganz fatal. Jetzt geht es wirklich darum, noch ein letztes Mal große Aufklärungsarbeit zu leisten, dass man eben dem nicht Folge leistet, was man zugeschickt bekommt. Das ist nichts anderes wie ein wertloser Werbebrief, das muss man einmal wirklich verstanden haben. Ja. Das bedeutet doch gar nichts. Ja. Und bitte glaubt es mir jetzt einfach, oder beziehungsweise ja, prüft es selbst nach, glaubt mir nicht, wollte ich sagen, sondern prüft es vielleicht selbst nach, ja, aber gebt mir diesen Vertrauensvorschuss, dass ihr zumindest das Ganze mal überprüft, schaut euch auch die Pathologiekonferenz an, alles habe ich unten verlinkt, auch der Michi Purner in Scheinwelten, Scheinwelten Survival, jetzt
sorry, schlagt mich jetzt nicht, habe ich euch jetzt auch unten verlinkt, also Michi, sein neuer Kanal, und der erklärt das auch hervorragend. Ich glaube, da in den Livestream hat er 2 Stunden lang grundsätzlich über die ganze über diesen ganzen C-Wahnsinn einmal alles einmal neu aufgerollt. Da geht es grundsätzlich einmal um den ja und was der eigentlich ist, was der bedeutet, was sich da im Körper alles abspielt, wie sich das Ganze dann auch mit Stechus cactus verhält. Also ganz, ganz spannend. Ich muss sagen, da nehmt ihr euch wirklich 2 Stunden Zeit und schaut euch das an. Weil das ist so unglaublich. Und teilt das Video dann unbedingt weiter. Egal, wenn ihr jetzt in Deutschland, Österreich seid, das Video müssen wirklich hunderttausende Leute sehen. Wie gesagt, auf jeden Social-Media-Kanal gehört das einfach weiter verbreitet. Und ich hoffe eben, wie gesagt, noch einmal, dass ihr jetzt nicht hineinfallt auf diesen Brief, diesen wirklich, wo du einfach nachher sprachlos bist, dass man, ja, es ist fast unfassbar. Ich bin schon gespannt, wenn ich diesen Brief, ich schätze schon in den nächsten Tagen, werde ich ihn auch bekommen. Vielleicht mache ich dann noch einmal ein Video dazu, ich weiß noch nicht genau. Und erzählt das auf jeden Fall jeden weiter, der auch diesen Brief bekommt. Nehmt diesen Menschen sofort die Angst weg, denn das Erste, wenn du ja so einen Brief bekommst, dann fährt es ja wie ein Blitz momentan ein. Das heißt also, du kannst sehr schnell davon erschrecken, du wirst dich einschüchtern lassen, denn ja, er ist sehr perfide geschrieben, er ist sehr autoritär geschrieben, also sehr so, ja, wenn man das weiß von der Psychologie her, es wurde schon sehr darauf bedacht, dass man das Ganze sehr ernst nimmt, denn alleine schon, es wurde für sie ein persönlicher Termin gewählt, also diese persönliche Ansprache, das heißt, achtet einmal darauf, wie der Textverlauf ist, also sehr, sehr ähnlich zu diesen Werbebriefen oder diesen, wo man sagt, die machen so Gehirnwäsche auf Werbefahrten, Kaffeefahrten, wo dann nachher Rheumadecken verkauft werden und so weiter. Also ihr wisst schon, was ich damit meine. Also genau auf diese perfide Art und Weise versuchen die jetzt sozusagen die Menschen zu ködern und werden natürlich Tausende, viele, viele Tausende, Zehntausende vermutlich auf diesen Brief hineinfallen. Also da kann man sicherlich statistisch schon davon ableiten, anhand von jedem Charakter von Menschen. Also es gibt einfach auch da draußen noch faktenresistente Menschen. Das heißt, wenn ich bin faktenresistent, das heißt also, lass mich in Ruhe, ich will diese Fakten nicht wissen. Ich eile jetzt im braven Gehorsam dem, was mir jetzt sozusagen da von der braven, seriösen Regierung da übermittelt wird. Und ich blende natürlich alles andere aus, was die am Berge an unseriösen Geschichten da jetzt in den letzten 2 Jahren fabriziert haben. Ich meine, das ist ja auch noch einmal für mich der Wahnsinn, dass man sagt, wie ist das überhaupt psychologisch möglich? Wie ist das psychologisch möglich, dass ich das in meinem Hirnkastel ausknipsen kann? Das kann nur mehr mit kollektive Dissonanz nennt sich das, ja. Das kann nur mehr damit erklärt werden, also weil anders ist das nicht mehr zu erklären, weil noch offensichtlicher dieses Unrecht, was da gerade überall abgeht. Ja, aber dennoch, wie gesagt, wird es sehr viele, vielleicht vermutlich Zehntausende geben, die immer noch faktenresistent sind, die immer noch dem Ganzen da draußen glauben und natürlich dann diese Termine wahrnehmen werden. Und da werden dann natürlich sehr viele noch einmal ja, in diese Falle hineingehen. Und ja, erschreckend, wirklich erschreckend. Und ich hoffe, dass man sagt, jetzt noch dieses Video, was ich da mache, dass ich vielleicht, und wenn ich nur einen davon abhalten kann, dann ist es schon, ja, dann hat das ganze Video schon einen Sinn gehabt. Und ich hoffe, wie gesagt, ihr klärt das weiter, die Menschen auf, jeden, was da gerade abgeht mit diesem Brief. Ja, da werden eh noch viele Tonaufnahmen kommen, wo dann Rückrufe getätigt worden sind.
Vielleicht kann man dir mal zusammenfassen, zusammenschneiden. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mir das noch anschauen. Aber wie gesagt, achtet darauf und fallt nicht drauf hinein. Und dann wünsche ich euch noch bis zum nächsten Mal alles Gute, Michi. Tschüss und pfiat euch.